Barry Stern und Apu Death. Zwei Chaoten folgen ihrem Weg. Geht es denn hier hoch? Ah, hier. Das ist schon. Denke ich mir auch mal. Ja. Ich fand ja auch. Nochmal um Ray William Johnson zu kommen und Maker Studios, die ich ja im Grunde von dem, was man jetzt so gehört hat, noch schlimmer sind als die deutschen YouTube-Netzwerke. Was man da so, also der Besitzer von Maker Studios, was er dann Ray William Johnson als SMS geschickt hat, ist wirklich dreist und echt der Hammer gewesen. Also er hat es dann natürlich auf Twitter und auf Instagram und so gepostet, die sind glaube ich noch da, sogar die Bilder. Von, ich in die SMS nur Runner gemacht und alles und ja, wir werden dich damit rechtlich belangen und du hast uns die Rechte an deinem Scheiß jetzt gegeben und wir können darüber bestimmen und nur sowas, wisst ihr? Du gehörst uns, nach der Mutter. Ja, genau. Genau nur sowas dann und das ist wirklich der Hammer gewesen. Ich meine, den hat es nicht groß gejuckt, der hat jetzt wieder seinen eigenen Scheiß aufgemacht mit Runaway Planet und sein eigenes Studio, sagen wir es mal so, gemacht, dass seine Show läuft trotzdem weiter, also das ist läuft nach wie vor gut. Das ist der Hauptsache. Das wäre auch so mit die ähnliche Show, um ein anderes Thema damit anzukündigen, weil wofür ich bezahlen würde, sagen wir es mal so. Weil jetzt ist ja auch die Rede von die bezahlten Abo-Dinger da. Genau. Das ist noch mit der einzige Show, würde ich fast sagen, mit, also, oder der einzige YouTuber auf komplett hier, für den ich das machen würde. Also, weil das ist wirklich, naja, hochwertig jetzt vielleicht nicht, ja gut, hochwertig schon, also es ist gut gemacht, das Zeug, aber es unterhält ihn halt auf jeden Fall. Was man jetzt von anderen vielleicht nicht unbedingt behaupten kann, da ist mal so ein Video, ja, das ist in Ordnung, dann kommt mal sowas und aber das ist einfach, jedes Mal finde ich das einfach nur genial und das, ja, würde ich jetzt sagen. Ich persönlich finde sowieso diese Bezahl-Abo-Modelle, das ist ein ganz schön krasser Schritt, den die da machen. Ja, es soll es ja auch vor, es in Deutschland nicht geben. Ja, groß. Aber es wird auf jeden Fall noch irgendwas, man sieht es ja schon an den ganzen bekackten, gesponserten Scheißdingern da. Ja. Punkt. Ich hab das nicht gesehen. Und das ist der letzte Scheiß. Ja, genau, was ich den letzten Dreck finde. Da finde also, ich die Waititis alleine besser als diesen Punktmist. Muss ich aber auch sagen, Waititi gucke ich jetzt seit neuestem auch gar nicht mehr, ne? Ja, ich weiß auch nicht. Das ist so, ja, ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt mehrere Wochen auch nicht geguckt, weil ich fand das irgendwie so alles ausgelutscht. Ich weiß auch nicht. Ja, irgendwie. Das ist nichts mehr. Nicht halb ist nichts Ganzes. Also. Vielleicht liegt es dran, weil der ausfällt. Wer will raus? Der ausfällt. Der also, Rotentürke. Ich hab verstanden, weil er raus will. Weil das außerdem. Ja. Holt mich hier raus. Ah, tschüss. Ja. Okay, ich finde in der Mine nichts mehr übrigens. Anschienen. Ich dann komm jetzt wieder tiefer, raus. Bis die Lava kommt. Okay, ich buddel jetzt einfach mich nach unten. Bis du stirbst, okay? Ja. Nee. Ja, da gibt's ja das schöne Video, was ich auch mal auf Facebook geteilt habe, von der Mission Mindfuck, die ich auch zufällig entdeckt habe, die ja im Grunde auch ganz normale Videos macht, ohne jetzt irgendwelche große Bearbeitungsscheiße und sonst was. Hast du nie gesehen? Genau, einfach mal so Ursprung eigentlich von YouTube, einfach vor der Kamera und los geht's. Ich hab Gold gefunden, nett. Ja, genau, einfach mal so und da eben auch alles sich davon auslässt. Das ist halt wirklich, wo es ja recht hat, YouTube immer professioneller wird und ja. Über das, wo man sich aufgeregt hat, dass das Fernsehen halt immer schlimmer wird, im Grunde hast du das jetzt schon auf YouTube. Also, ja. Also im Grunde ist ja, aber jetzt bin ich hier, wo ich vorhin schon war. Im Grunde ist Pong nichts anderes als das Programm, ja. Was du. Nee, ja, TV und das Programm, was du in der Woche nachmittags auf RTL siehst, also ja. Finde ich jetzt, also vom Niveau auf jeden Fall. Ja, also es ist wirklich schlimm.
Nee, gibt's aber genug davon, wo ich mir sage, okay, das bringt's nicht mehr, geht, lass es einfach. Vor allem, weil die in letzter Zeit so sprießen. Ja, ne? Das ist ja das Kranke. Ich, upsala, hier hängt ein Block im Ding. Okay. So, das Einzige, was ich vielleicht noch, was ich noch halbwegs amüsant finde, ist jetzt hier High Five, also. Ja, mit, das ist eine gute Show. Das ist mal noch, weil ich finde, dort ist so, ich meine, wie bei Pong, das ist immer nur Comedy und alles und dann auch noch schlecht geschrieben und schlecht gemacht. So. Das ist der aufgezwungene Comedy. Ja, genau. Und bei High Five finde ich das mal, da ist noch Abwechslung drin. Also da kommt vielleicht mal Gaming News, dann kommen, dann LPR. Ist der Mag. Genau, dann ist der Maxi schon drin für die. Dafür allein lohnt sich das schon zu gucken, also. Ja. Na, wenn du dir überlegst, dort war schon der GLP, zwar ja, ein genau, Skype-Interview, dort war genau, und Sarah Zauber dort dabei, haben ein bisschen aus ihrem Leben, wie scheiße denn es ging, erzählt und so. Ja, die gehören ja auch zum Ding jetzt mit dazu, zum GameStar-Netzwerk, das ist klar. Dass sie auch die erstmal alle mit da reinnehmen. Klar. Deswegen sind ja zum Beispiel auch Pete und Bram bei Hoppers mit dabei gewesen. Hoppers? Hoppers finde ich auch eine geile Serie. So, wo der Fabian und der Nino auf so Skyrim-Art durch die Landschaften reisen. Upsala. Ups, hier ist ein Creeper. Geh kaputt. Ja, einfach durch die Landschaften reisen und oder durch die Zeit, besser gesagt, reisen. Und so diverse Scheiß erleben. Cool. Das fand ich relativ cool, wo dann mit Pete und Bram da gemacht haben. Das fand ich die Folge, musst du dir echt mal geben, die ist so genial. Also. Muss ich mir mal ein Lied. Muss ich mal machen. Ja, wir sind Pete und Dennis. Zusammen sind wir Pete und Dennis. So einfach sind die Vorstellungen, fand ich schon cool. Also, das war echt genial. Jetzt kommen wir wieder raus hier. Ich fand ja, weil wir immer noch bei dem Thema sind und du jetzt Pete mit angesprochen hast, bei Titty haben ja auch ihr schönes Format hier, Let's Play Real Life. Total versaut mit der letzten Folge. Ich fand das so geil an sich. Aber ja, dadurch, dass sie dann der Apes dort mit dazu genommen haben. Total versaut, ja. Das hat's wirklich total reingerissen. Ich frage mich ja immer noch, warum. So, ich finde, frag mir das ja gerne. Gab's da irgendwie Stress oder irgendwas, oder? Das ist eine gute Frage. Ich will mir da irgendwie noch, oder? Das ist mir irgendwie noch unschlüssig, warum da dann andere genommen werden. Weil ich meine, die können mir ja nicht erzählen, dass die erste Folge nicht gut angekommen ist, also. Ja, das sind wie die waren noch zwei. Oder? Ja, genau. Oder? Ja, ich dachte, das waren zwei. Ja, genau, das waren zwei. Das können Sie mir nicht erzählen, dass da irgendwie, dass Sie nicht gut angekommen sind oder so. Das bezweifle ich. Das können die mir auch nicht erzählen. Also, ist schon seltsam, dass da dann irgendwie Ipcrane mitmachen müssen, die davon im Grunde keine Ahnung haben. Und, also, und die muss mal drei, da witzig muss sind. Mal, ja, das außerdem. Weil die haben auch stark an Niveau nachgelassen, muss ich ehrlich sagen. Habe ich aber im Grunde fast nie geguckt, also. Das ist bei mir. Bloß wenn die mal vorbei dabei waren. Hab ja, genau. Das stimmt, aber. Ich weiß nicht, ich finde ja dann auch immer die Leute geil, die da total abgehen, also. Mag's jetzt sein, was es will, also es. Jetzt nicht mal nur Apecram, also es können jetzt alle sein, die da total abgehen. Da gibt es sogar jetzt von Gronkh oder so Leute. Wenn du dann eh mal irgendwie was sagen solltest von, es war vielleicht nicht ganz so gut und naja, da wirst du gleich totgeflamed von allen. Ja. Also. Du bist leider Boomerang hoch 3. Das ist leider Boomerang, genau. Das ist wirklich schlimm. Das hab ich ja zum Beispiel erlebt, als ich unter einem YTT-Video. Ich glaube, da ging es ja ums iPaper. Ich hatte das schon mal erzählt, ne? Wo ich dann hier. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der Aufnahme schon erzählt hatte oder. Ich kann es ja nochmal kurz anreißen. Also, wo ich einfach einen konstruktiven Kommentar geschrieben habe, zwecks. Das Video gab es schon mal.
was ja dem entspricht. Das war schon ein Jahr alt, hat das schon jemand gemacht. Genau dasselbe mit dem iPaper halt. Und schreibst einfach hin, ja, das Video gab es schon mal und so weiter, weißt du? Und dann siehst du ja, wenn du hier die Kommentare, kriege ich ja E-Mail und Dinger. Wer mit, ups, da Spinne, haha. Wer mir da geantwortet hat, da wirst du totgeflamed. Da wirst du, ja, das ist doch scheiße und die machen trotzdem tolle Videos und ist doch egal, Das eine das ist hat mit dem schon. anderen auch nichts zu tun. Ja. Ich fand ja auch die Aussage, das ist ja egal, dass sie das nachgemacht haben, das Video ist toll. Ja, okay, dann mach halt jedes Video nach von anderen, also hab damit halt deinen Erfolg. Das ist das Schwachste. Wo wir gleich zum nächsten zu sprechen kommen können, Cascada. Ja. Weil das gerade so gut passt. Gott, schlimm. Ja, Macht andere genau. nach. Cascada Ganz soll genau. für Deutschland antreten, aber hat erstmal ein komplettes Lied Beim gedreht. ED. Das Also, stimmt. da halte ich ihn ohne allzu viel Das ist davon. wirklich auch dreist. Kacke dreist ist das. Ja, wenn man sich das So. mal anhört, das klingt haargenau ist. Nee, ich meine, der Text ist anders jetzt und ein bisschen der Melodie vielleicht anders, aber das war's schon. Aber dann musst du erstmal Also, auf die Idee kommen. Du sollst dein ja. eigenes Land repräsentieren und dann Und läufst machst du dann einfach so. bloß eiskalt so ein Lied. Aber im Grunde. Oh, hier ist ein Creeper, hallo. Im Grunde hat es das, gut, jetzt nicht das Nachsingen, aber das mit. Wir nehmen einfach einen Song, der letztes Jahr gewonnen hat, und machen sowas. Dieses Jahr hat es jetzt immer gegeben, ne? Klar. Wenn du dir das vor, ich glaube vor 2 Jahren, nee, vor 3 Jahren, wo. Wann war das? Letztes Jahr war Lena, davor auch. Vor 3 Jahren war hier, war Alexander Rybak war da, ne? Der Oh, mit der Fairytale. Geige. Genau. Das Jahr drauf hast du bei, ich glaube, bei 2 oder 3 Leuten hast du gesehen, dass die auch mit Geige aufgetreten sind und sowas gemacht haben. Das fand ich total lustig irgendwie. Wo sind die irgendwie? Ach, ja, die nehmen einfach das Erfolgsrezept von letztes Jahr und denken, dieses Jahr klappt das nochmal damit. Also, Ich fand weiß ich nicht, was ich irgendwie davon halten soll. Zumindest komisch. nicht viel. Also. Nee, wirklich nicht hier. Komme ich jetzt hier durch? Ja. Ist einfach nur krass, dass man gerade bei so einer, damals war es noch wichtig, so einer Veranstaltung dann einfach eiskaltes Zeug klaut. Ja. Ich weiß auch nicht. Aber ich fand ja die Idee wirklich gut, dass da, wie jetzt von letztes Jahr oder vorletztes Jahr, dass da wirklich mal jemand anderes kommt, also jetzt wieder Raab. Und einfach Ja, mal dass da einfach macht, mal weißt das du? Zeug in der Hand nimmt und Genau. zeigt, das geht. Genau. Wir müssen wirklich bloß Eier haben und zeigen, dass wir es können. So sieht's aus. Und einfach mal vielleicht jemanden komplett Unbekannten ranlassen und nicht so. Ralf Siegel-Verschnitt. Genau. Grund ist es ja so. Bei dem Thema ist der immer der Erste, der mir einfällt. Das stimmt. Weil da nun mal, böse gesagt, Scheiße produziert. Aber ja. Ja, obwohl mit. Nee, da hat er auch. Nicole, ein Nicole. bisschen Frieden hat er auch gemacht, ne? Einer von Jetzt sind 100 ja auch. oder wie viel hat er? Genug. Der hat er dann nicht nur für Deutschland gemacht, der hat er dann auch Ja, für andere. der ist dann auch hier noch irgendwo in den Osten. Ja, der ist im Grunde ist er doch bei jedem Grand Prix irgendwo mit dabei. Wenn du dir Das das auf so jeden Fall. anguckst. Kannst du mal für mich bitte fix gucken? Du hast da nebenbei einen Browser bestimmt offen, ne? Ja, und? Nach Pistons. Moment, ich muss mal ganz kurz hier einbuddeln und ein bisschen Licht machen, dass ich hier sicher bin. Moment. Ich hab's gleich. So. Kann ich das gleich mal gucken? Minecraft WG Mainster. Jo. Ka. So. Gucken wir doch gleich mal. So. Was sagst du? Pisten. Was brauchst denn du Pisten? Na, ich hab da was vor. Mhm. Hat mit unserer Untergrundbahn zu tun. Pisten werden gebaut,
Oben dreimal Holz. Was hier? Holzplanken. Ja, Holzplanken. Dann die mittlere Reihe Cobblestone, Eisen und Cobblestone. Und die untere Reihe nochmal Cobblestone, Redstone und Cobblestone. Alles klar. Also du brauchst Holzplanken, Pflastersteine, Eisenbarren und Redstone. Brauchst du noch Sticky Pistons? Na, das ist dann bloß Pisten mit Schleimball. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, ja.